Junge Menschen können von Alten lernen oder umgekehrt. Denn Leichtsinn und Erfahrung sind beides was wert. Die Augen zu verschließen ist, was den Umgang erschwert. Dabei sind wir es alle wert, dass man sich kennenlernt. Mit freiwillig engagierten Reporterteams aus der Generation 60 plus dokumentiert der Verein People Talk mit diesem Film relevante Aspekte zur Entwicklung von Lebensräumen für die älteren Generationen. Die Reporterteams besuchten hierfür 5 unterschiedliche Praxisbeispiele, wo Menschen sich treffen und gemeinsam Lebens- und Begegnungsräume entwickeln. Ja, eine Gemeinde muss Möglichkeiten schaffen für Entwicklungen. Also wir haben im Moment über 100'000 ältere Menschen, also Leute über 65 im Kanton Aargau. Das werden bis 2035 werden ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Laut der Aargauer Bevölkerungsprognose von 2013 wird sich im Kanton die Zahl der über 64-Jährigen bis 2040 verdoppeln. Dies motivierte 2013 den Aargauer Regierungsrat, Leitsätze zur Alterspolitik zu verabschieden. Dabei stellt sich die Frage, wie können denn Gemeinden altersfreundliche Lebensräume fördern? Indem sie mal die Leute anlässt, was für Bedürfnisse vorhanden sind und dann versucht, Hand zu bieten, wo möglich. Welchen Zweck haben altersgerechte Lebensräume? Für mich steht hier an erster Stelle, dass man der Vereinsamung entgegenwirkt. Sollen Gemeinden eher in Angebote oder in Infrastrukturprojekte investieren? Am besten investiert die Gemeinde in Mitwirkungsmöglichkeiten, wo man gemeinsam herausfindet, ob Angebot oder Infrastruktur mehr am Bedarf entsprechen von den Leuten, die dann dabei sind. Und für mich ist effektiv der wichtigste Punkt, dass man Menschen abholen tut. Miteinander ist das Ziel einfacher zu erreichen wie gegeneinander. Und wenn man das Leben tut und den Menschen als Mensch sieht, dann gönnt man. Egal wie alt du bist, egal was passiert, es geht.